Hey Leute und herzlich willkommen zum weiteren Badfeed-Video. Heute hat Dice mal richtig viele neue Informationen rausgehauen. Ich glaube unter anderem 5 Videos, unter anderem zu den Spezialisten, zu Veränderungen an der UI, End-of-Round-Screens und sie haben noch einen richtig langen Blogpost rausgehauen. Das wird ein bisschen längeres Video, denke ich, also nehmt euch zurück und lass uns halt mal reingehen mit der ersten Sache, mit den Spezialisten natürlich. Der erste, den sie da vorgestellt haben, heißt Nevin Wow. Er ist Recon und als Speciality hat er die Cyber Warfare Suite. Mit der kann man gegnerisches Equipment hacken und Objekte in der Spielwelt auch. Damit kann man dann zum Beispiel, wie man das hier im Video wahrscheinlich sieht, die Barrieren da runterlassen und wieder hochlassen. Und als Trait hat er Trojan Network. Damit kann man tote Gegner hacken, um Feinde in der Umgebung aufzudecken. Und der zweite Spezialist heißt Santiago Dozer Espinosa. Er ist Assault. Und als Speciality hat er einen Ballistic Shield, wie man den zum Beispiel aus B4 oder auch CODMW kennt. Aber der reflektiert hier anscheinend Kugeln auf die Gegner zurück und da kann man die tatsächlich auch damit killen. Als Trait hat er Blast Resistant. Mit dem kann man weniger Explosive Damage kriegen und sich davor auch schneller aufheilen. Der dritte Specialist heißt Emma Sundance Rosier. Sie ist Assault und als Speciality hat sie Smart Explosives, was einfach praktisch mehr Arten von Granaten sind, wie es zum Beispiel Anti-Tank, Scatter oder EMP-Granaten. Und ihr Trait ist die Ringsuit, den hat man ja auch schon in den Trailer gesehen gehabt. Jisoo Paik ist die vierte Spezialistin und sie ist auch Recon. Speciality hat sie den EMG-Scanner. Der ist praktisch ein Wallhack einfach, mit dem man Gegner hinter Cover sehen kann. Sie ist aber so ein bisschen auf einem Batterie-Cooldown, also kann man das auch nicht unendlich verwenden. Als Trait hat sie Threat Perception, damit spottet man automatisch Gegner, die auf dich schießen. Und zu guter Letzt, der letzte Specialist heißt Constantine Angel. Er ist Support und als Speciality hat er die Loadout Crate. Die funktioniert so ein bisschen wie der Supply Drop aus B5 vom Squad Leader oder der Drop aus dem Commander-Modus aus B4. Mit dem kann man sich Armor, Munition und neue Loadouts holen. Das sieht man auch im Gameplay, da kannst du einfach so zwischen verschiedenen Loadouts wechseln. Und das Trait hat er Trauma Specialist, mit dem kann man Teammates schneller retzen und man kann dem Geretzten auch noch Armor geben. Und was man anscheinend auch gesehen hat im Trailer, ist, dass man Teammates wie früher auch Muni zuwerfen kann. Das ist aber noch ein bisschen unsicher, weil da haben sie einfach nichts zu gesagt, das hat man aber im Trailer gesehen. Und ein paar Sachen, die mir sonst noch im Trailer aufgefallen sind. Man hat jetzt 2 Armorplates dabei anstatt nur einer. Die Hitmarke wurden ein bisschen verkleinert, es gibt jetzt einen Granatenindikator. Der Button fürs Waffenaufsammeln ist immer noch auf E, also besteht das Problem mit dem Retzen und Waffenaufsammeln wahrscheinlich immer noch. Und das Retzen ist auch immer noch so wie eine Beta, also dass du lange den Taste halten musst, um zu retzen. Und dann würde ich nochmal zu dem UI-Update-Video weitergehen. Da hat man zuerst mal gesehen, dass jetzt andere Sektorenflaggen praktisch aus deinem Sektor angezeigt werden, wenn du eine Flagge einnimmst. Dann gibt es einen neuen Confirmed Feed, wie das offiziell genannt wird. Also der ist Feed praktisch in der Mitte von deinem Bildschirm, wenn du einen Gegner killst oder sowas. Der hat jetzt mehr Informationen, wie zum Beispiel XP. Und dann gibt es noch, wie ich schon gesagt hatte, neue Granatenindikatoren. Also wenn eine Granate an deinen Füßen liegt, dann siehst du das auch tatsächlich. Am Tab-Menü und im Scoreboard wurde aber nichts geändert. Und an den Messages, die immer oben aufgepoppt sind, zum Beispiel wenn man einen Sektor eingenommen hat, wurde ein bisschen was verändert. Die sind jetzt nicht mehr so ganz so nervig. Da kann man jetzt tatsächlich ein bisschen durchgucken, aber es ist immer noch ziemlich groß und verdeckt auch so ein bisschen was vom Screen leider. Dann geht es schon mal weiter zum End-of-Round-Video. Hier werden jetzt die besten Spieler vom Server nach der Runde einzeln angezeigt erstmal. Das ist dann unter anderem die Spieler mit den meisten Kills oder den meisten eingenommenen Flaggen. Und danach wird dann nochmal das beste Squad angezeigt mit den Punkten, in denen die dann am besten waren. Also zum Beispiel jetzt beste Fahrzeugpunkte oder sowas in die Richtung. Und hier ist mir auch noch aufgefallen, ganz lustig, obwohl ja sogar ein Medic in dem Squad dabei ist, hat das Squad einfach 0 Revives und ist trotzdem Top-Squad. Also ja, dann letzter Punkt bei dem. Dann kommt auch noch ein leicht geupgradeter Progress-Screen am Ende. Also der ist nur ein bisschen verändert, nicht wirklich groß. Und dann würde ich schon mal zum Blogpost kommen. Hier haben sie erstmal gesagt, dass sie das Feedback zu den Specialists gehört haben, aber sie haben eigentlich nichts dran geändert. Also effektiv ist denen anscheinend egal, das Feedback, was die komplette Community eigentlich hatte. Dann gibt es noch mehr Tanks auf Orbital. 8 anstatt 4 Tanks. Fand ich jetzt ein bisschen unnötig, die Änderung, aber naja. Dann kann man jetzt noch beim Strafen sliden und über sich bewegende Objekte, zum Beispiel ein Auto oder sowas, klettern. Dafür wird es aber das Springen ein bisschen genervt, also kann man jetzt zum Beispiel nicht mehr mehrmals hintereinander schnell springen. Die Fahrzeug-Ein- und Aussteigeanimationen wurden ein bisschen verkürzt. Die Beta war anscheinend ein Bild aus August, das wussten wir ja schon so ein bisschen, dass der Bild anscheinend älter sein sollte, aber ja, August ist tatsächlich nicht so lange her, eigentlich ein Monat nachdem die Beta rauskam, kann man sagen. Die Performance soll aber
aus der Beta-Version deutlich verbessert geworden sein, genauso wie die Server-Performance. Und es wurden auch einige andere Probleme gefixt, zum Beispiel, dass Spieler zu oft in Bot-Server oder Server außerhalb ihrer Region gesteckt wurden. Man kann jetzt die Karte maximieren, also wie das üblich war, immer mit der Taste M. Es gibt jetzt auch neues Combo Wars, das ist ja schon so ein bisschen ein Staple aus den alten Teilen, dass du eine Taste, also zum Beispiel Q, drücken kannst und dann geht da so eine Rose praktisch auf mit Kommunikationsmitteln, die du sagen kannst, zum Beispiel Danke, ich brauche Hilfe, ich brauche Ammo, ich brauche Medic, sowas in die Richtung. Dann kann man jetzt den Kompass immer anzeigen lassen und nicht mehr nur im ADS, wie das in der Beta war. Es gibt mehr XP für Teamplay, also für Heilung, Munition etc. Die ersten 4-6 Stunden vom Gameplay soll man in Zukunft weniger Gadgets haben, also kann man dann erst nach und nach praktisch alle Gadgets unlocken. Attachments und Co. können jetzt im Menü angepasst werden und sollen auch permanent so bleiben, also werden die nicht immer resettet, so wie das jetzt in der Beta war. Und sie haben auch noch confirmed, dass es tatsächlich mehr Attachments gibt, wie die, die wir gesehen haben. Und die können dann im Menü ins Plus-Menü praktisch reingezogen werden, um die dann in-game auswählen zu können. Außerdem können jetzt Gegner und Teammates an Charakterlichtern unterschieden werden, also die haben dann praktisch so kleine LED-Teile und sowas dabei, die dann zum Beispiel blau oder rot leuchten und daran kann man dann die Gegner anscheinend besser erkennen. Außerdem haben sie das 3D-Autospotting bei Gegnern im 10-Meter-Radius um dich rum ein bisschen erhöht, das kennen wir auch schon aus den alten Teilen, also da ist dann immer so ein kleines Icon über den Gegnern, wenn die vor dir stehen. Und das gleiche haben sie auch noch bei den Teammates gemacht, da sollen die Icons besser sichtbar sein und nicht mehr so viel Zeug verdecken, beziehungsweise auch nicht mehr so hart verdeckt werden, dass du auch tatsächlich erkennen kannst, ob das ein Teammate oder ein Gegner ist. Das war's dann aber auch schon mal mit allen Informationen, die wir aus den ganzen Posts, Videos und so weiter rauskriegen konnten. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst ein Sub da. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare, Fragen oder sonst was habt, haut's einfach rein. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein.